Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Udin. Und ja, es geht ans Einpacken. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Ach so, nee, das habe ich nicht vorbereitet. Hier muss ich noch wieder einen Anfang finden. Och, ey, ist der gleiche Scheiße wie jedes Jahr. Oh, Kruzifix und Talk 90, hast du doch wieder hier. Ja. Oh Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das hasse, die mit diesem Shit-Klebeband hier? Ich bin gar nicht am richtigen Ende, oder was? Geht mir jetzt auf den Sack. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach eine neue Rolle. Ich habe hier auch eine große Rolle, aber passt die auch hier rein? Ja, die passt auch hier rein. Mal gucken, ob die, wie weit die passt. Ja, passt nicht richtig. Ja, ich muss mir mal so ein Ding nochmal holen, aber halt eine Nummer größer. Weil die Rolle da nicht richtig reinpasst. Ich hasse das. Ich hasse das. 20.000 verschiedene Zwischengrößen hier, ey. So, jetzt haben wir es aber. Ach, und ein Stift fehlt mir natürlich wieder. Ich suche einmal einen Stift und das ist immer. Die Kinder schleppen mir immer meine Stifte weg. Dann holst du dir neue Kugelschreiber oder kriegst du von der Versicherung welche und zack, boom. Einmal gesucht, weg. Gut, dafür passt das nicht. Dafür passt das nicht. Nehmen wir dieses. Mal hier rüber. So. So, Weihnachtszeug hier auch weg. Der Klimbim hier. Ich mache es diesmal an dem Wohnzimmertisch, weil der Esstisch ist voll mit dem Weihnachtsbaum. Eigentlich. So. Gut. Da haben wir.
Und das zählt das gleiche wie vorher und das Jahr davor und davor. Es wird bestimmt nicht schön aussehen. Ich richte euch nach unten. Ich kann es nicht gut. Aber der gute Wille zählt. Das ist die Hauptsache. Und ich mache es nicht gerne, sage ich euch auch so, wie das ist. Einpacken ist ein Graus für mich. Ich hasse das. Aber es gehört halt dazu, wenn man was schenkt, dass man dann auch das Geschenkte selbst verpackt. Bin ich mal der Meinung. Und meine Frau hat gesagt, das ist halt so. Und die hat viel Temperament, das ist eine Polin. Mit der lege ich mich nicht freiwillig an. Also wohnt eigentlich schon ewig in Deutschland, aber hat halt trotzdem Temperament. Ich habe auch nicht, nicht, dass er denkt, ich habe jetzt Angst um den Streit oder so mit meiner Frau. Darum habe ich keinen Stress. Dann geht es in ihre Wohnung, gehen wir hin und dann Ruhe. Aber wenn wir Streit haben, dann kriege ich nichts zu essen. Dann kocht sie nicht für mich. Das ist viel schlimmer. Streit, ob sie mit mir redet oder nicht. Irgendwann redet sie immer mit mir. Wir haben Kinder, also ein Kind habe ich mit ihr. Alleine wegen ihr. Muss sie irgendwann früher oder später mit mir reden. Aber nichts essen zu bekommen, das ist schlimm. Das ist schlimm. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie so Klischee hier, so Standard. Einfach eingeschlagen, bum bum, fertig. Aber das ist das Einzige, was ich kann. Wie zusehen, dass es hier halbwegs passt. Und nicht ganz so kacke aussieht. So. Aber meine Frau kann das, sage ich euch. Die kann das richtig klasse. Die hat letztes Jahr, habe ich zugeguckt, wie sie die Geschenke für ihre Mutter und Stiefvater eingepackt hat. Alter, leck mich. Sah das geil aus, wie sie das gemacht hat. Auch mit Klimbim außen rum und so alle drum und dran und so, wisst ihr? So eine, ach, was weiß ich, irgendwelche Schneeflocken hier. Dekokram. Hat sie ja zu mir auch gesagt, hat sie mir hingestellt hier. Hat sie auch vor dir gesagt, hier, da, das kannst du ruhig ranmachen, sag ich. Das kostet doch alle Geld. Ja, dass es schön aussieht, sag ich. Hol ich schönes Papier, schleife rum, sieht auch schön aus. Als wenn einer drauf guckt, ob da irgendwie eine Schneeflocke dran ist außenrum. Hat sie gesagt, das Auge ist mit. Ja, sie wird schon recht haben. So. Ich werde es auch erstmal ohne Schleifen, denke ich mal, machen. Schleifen können wir zum Schluss machen, wenn wir wissen, wie viel
Pakete das jetzt überhaupt genau sind und wie ich es genau verpacke. Ich habe ja dann noch immer so meine Ideen. Wartet mal, ich hatte doch noch hier was. Ach ja. Für die Kinder haben wir natürlich hier und sie ist zwar kein Kind mehr, aber ja doch eigentlich mein Kind, ja, aber ja, deswegen kriegt sie jetzt hier einen Pinguin bekommt sie. Da schreiben wir rauf. In diese kleinen Fitzeldinger hier mal einen Knoten rinkriegen, das ist. Oh, ich hab's geschafft. Nee, doch nicht. Och, das ist so scheiße. Das ist nichts für dicke, fette Hände. So. So, passt perfekt. Eins ist fertig. Dann auch noch mal so ein großes. Ich hätte die Malmatte auch einzeln machen können, aber das Problem ist, kriege ich so scheiße verpackt. Nee, wir machen mal das ganz große zuerst, dann haben wir das hinter uns. Wir machen mal das ganz große zuerst. Weil danach richtet sich das, was ich dann noch zur Verfügung habe. Ich habe ja noch ein anderes Band. Das Problem ist, es gab halt nicht so viele verschiedene Verpackungsrollen. Die meisten waren halt für Ältere oder für Oldtimer und ja, dann haben sie alle eingekauft wegen Lockdown, wie als wenn es 3 Jahre nichts zu fressen gibt und, Klebeband ist rar und Verpackungsmaterial ist rar und alles rar, alles rar, alles rar. Ist nichts da, nichts, nichts ist da und kommt auch die nächsten Jahre nicht rein. So. Schneide ich nicht mit der Schere durch, weil er war so. So, dass ein bisschen Stabilität drin ist.
die Ecke hier ist ein bisschen doof. Die hat beim Transport wohl eben gekriegt. Ach, machen wir hier einfach mal die Ecke. Die ist ein bisschen instabil. Jetzt machen wir hier einfach mal. So. Ja, stabil. So. Und dann kommen wir hier. Oh nein! Stimmt. Oh, ich habe ja Happy Birthday geholt. Weil meine Frau wollte aber, dass ich den Olaf jetzt doch nicht zum Geburtstag schenke, dass ich den jetzt zu Weihnachten mache, weil sonst ist zum Geburtstag zu viel. Und ja, sie hat sich da einen Kopf drum gemacht, damit das alles vernünftig aufgeteilt ist. Weil sie hat gesagt, man soll halt nicht so viel machen. Oh. Einmal außen rum. Und die Kanten vorher gemacht und dann passt das schon. Sie hat gesagt, sonst übernehmen wir uns irgendwann. Weil dann erwarten sie immer so eine fetten Geschenke. So. So klappt das nicht. So, dann machen wir erstmal. So. So, noch hoch bis hier. Das ist gut. Ach Gott. Oh shit, jetzt rollt's runter. Oh, dann stellen wir das hier einfach rauf. Und fixieren das einmal links, rechts. Hoppala. Schön fixiert. Das offizielle PS5 Zubehör, was? Entdecke. Was? Oh, ich habe Plate gelesen, aber es ist eine Palette der nächsten Generation. Oh, ich habe Plate gelesen, ich dachte schon. Dass man die Plates jetzt vorbestellen kann, oder dass Sony jetzt die Plates anbietet für die PS5. Aber ist nicht so. Ja.
So. Jetzt haben wir das einmal. Ringsherum. So, fertig. Dann brauchen wir jetzt noch mal. Ist ja nun bald soweit. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wegen Happy Birthday und Aufteilen und so. Ja, meine Tochter, die Kleine, die hat halt einen Tag vor Weihnachten. Die hat am 23. Da hatte ich ja vor 2 Jahren noch den Stream und das Video gemacht, wo ich bei ihr im Krankenhaus war. Ich war bei der Geburt dabei. Ewig lange Stunden. Ganze Nacht und den halben nächsten Tag oder über den halben nächsten Tag, so ja, das war, ich habe wohl gedacht, dass das schneller geht. Und meine arme Frau, ey, die sah so scheiße aus, also nicht negativ scheiße, ich meine gezeichnet von der Geburt. Also 15 Stunden, 16 Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Gehen halt natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei. Ich bin abends hin ins Krankenhaus, wo sie mich angerufen haben. Also bei ihr ging es los um 21 Uhr. Und dann bin ich halt, da haben sie mich dann irgendwann angerufen. Ich bin dann hin und dann kamen sie 13 noch was oder so. Nee, Quatsch, 15 noch was oder so. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf. So. Mist. Passt nicht. Das passt nicht. Ja, dann mischen wir. Eine neue Rolle anfangen. Für meine Frau, das passt. Beiseite. Und rollen das mal hier so aus. Oh Gott.
Ich sag jedes Jahr aufs Neue. Nächstes Jahr lasse ich verpacken. Ich packe jedes Jahr aufs Neue wieder ein. So. Ja, fast auf, so ja. Das geht fast auf von der Länge her. Aber auch nur fast. Müssen wir bei der Ecke müssen wir ein bisschen kleben, aber passt so an sich ganz gut. Oh, ein bisschen länger hier, ja, habe ich gemerkt, bei den Klebebändern, weil die kleben eher suboptimal. Also scheiße, wofür Deutsche sagt. Ach, da hauen wir hier komplett weg, da schneide ich hier nichts weg. Oh. Legen wir hier komplett zu. Ich glaube, so viel Schleife habe ich gar nicht, um das überhaupt, um das Paket rumzuwickeln. So. Hier kann ich kleinere machen. Da ist es nicht so wild, wenn es da abgeht. Schnarcht denn hier schon wieder? Ticker! Ey, der liegt auf Kratzbaum und schnarcht. Die ganze Wälder zusammen.
Perfekt. Jetzt die andere Seite. Ich bin mal gespannt, wie die Kleine reagieren wird. Die steht mir momentan total auf Olaf. Weil da gibt so ein Weihnachtslied, das haben was haben wir geguckt? Bei YouTube Weihnachtslied haben wir geguckt, genau. Und da kam dann diese Zeit im Jahr mit Olaf, wo er da so von Haus zu Haus geht und seitdem ist die von Olaf hin und weg. Und dann haben wir dann noch so ein Sommerlied mit ihm geguckt, von Frozen 1. Und jetzt sagt sie halt immer, diese Zeit im Jahr, und dann will sie das Lied hören. Voll süß. Wir wollten eigentlich auch jemanden haben, der dann herkommt und das mal macht mit Beschenken. Aber zum einen haben wir kein Christkind gefunden, sondern nur Weihnachtsmänner. Und zum anderen ist ja jetzt gerade Corona. Also von daher ist das dann halt momentan nicht möglich. Aber wir haben auch keinen gefunden. Oder keine Frau gefunden, die hier bei uns in der Nähe irgendwie als Christkind was macht. So, machen wir erstmal die Schleife hier. Auch ganz schief hier, ey. Spät haben wir es. Oh, ich muss bald anfangen, den Stream vorzubereiten. Ich glaube, da braucht man nicht mal. Bei den Clean Kids. Irgendwie eine Schleife. Die ruppen das sowieso auf. Da ist eine Schleife so ja hinderlich. War bei der Großen, wo sie clean war, auch so. So. Ah, dann haben wir das. Auch fertig. Oh Gott, das will ich nicht. Drei Kreuze, wenn das fertig ist. Mist. Machen wir erstmal das für meine Frau. Denken, dass da nur sowas drin ist. So. Oh. Weil ich habe nämlich schon mal so eine Spitze fallen lassen, weil sie will ja eigentlich nicht, dass wir uns was schenken, aber ich habe schon mal so eine Spitze fallen lassen, dass ich weiß ja, dass er halt Dominosteine mag und zur Not gibt es halt eine Packung Dominosteine. So, das
Jetzt sieht es aus, als wenn es wirklich nur Dominosteine sind. Vollgepackt mit Dominosteinen. Nee, da müssen wir aber. Nee, da müssen wir noch. Da müssen wir groß drüber kleben. So, wir wollen es ihr nicht einfach machen. Und so viele Dominosteine in einem Karton, die gehen halt auf schnell. Die muss man gut verpacken. So. So. Haben wir, das ist Müll. So. So. Das ist ein bisschen viel. Dann müssen wir hier ein Stück runter gehen. So. Dann kriegen wir das auch noch dicke zu. Und können hier sogar noch was überbehalten. Für. Ich habe keine Ahnung was. Also ich darf es im ersten Augenblick gar nicht sehen. Erst im zweiten. Ach Mensch. Das wäre mal was hier. Klebestreifen, die schon portioniert sind. Falls es die Erfindung noch nicht gibt, ich melde Patent drauf an. Selbst wenn ich kein Patent drauf anmelde. Ich habe es gerade zuerst gesagt, ihr seid alle Zeugen. So, ja, fast gleichmäßig. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. So. Ach, ich krieg das immer nie so hin, dass es. Ach. Jetzt ist es wieder schief.
Wie machen die das denn immer in den Geschäften und überall, dass das so einfach aussieht und gerade ist? Weil das Papier ist ja auch nicht gerade. Das ist ja auch ziemlich storre hier. Jetzt sieht wirklich, jetzt sieht's nicht mehr schön aus. So. Gold ganz gut aussieht. Und da schreiben wir rein. Für Mama. Das ist er gerade übrigens. Nämlich Schlafenszeit jetzt gleich. Und die Große ist nämlich oben bei ihr zum Ablenken. Damit die mir hier nicht auf der Pelle hockt, wenn ich hier die Geschenke einpacke. Normalerweise mache ich das alles nächste Woche. Also für euch jetzt die Woche halt vor Weihnachten. Oder beziehungsweise, wir sind ja in der Woche, glaube ich, schon. Aber dank Corona ist die Schule nicht da, nicht offen. Und wenn die Schule nicht offen ist, dann kann ich nicht verpacken. Moment. Ja, mein wunderschöner Engel. Ich bin gleich da, ich bin fast fertig. Womit? Du weißt schon was. Ja, ich komme jetzt hoch. Kannst du doch gleich weitermachen. Ja, mache ich auch. Ja, tschüss. Du. So, also die Kleine geht jetzt schlafen. Also muss ich hier mal kurz einen Cut machen. Nicht wundern. Ich habe extra mit Verlängerungskabel gemacht. Dank Soulflyer, seinem geilen Mikrofon, funktioniert super mit Verlängerungskabel. Alle drum und dran. Und der Ausschlag ist auch gut. Habe ich genug Platz. So, ich muss nämlich das hier verstecken, weil die Große kommt ja dann runter. Wir sehen uns gleich. So. Dann kann es jetzt auch weitergehen. Wir haben jetzt für Mama und für Juna. Dann haben wir nochmal für Juna. Ich bin am Überlegen, ob ich da vielleicht die Weihnachtstüte reinpacke. Dann kann sie nicht kaputt gehen. So, das machen wir hier mit rein, genau. Dann kann sie nämlich nicht kaputt gehen für die kleine Maus. Ich habe ja auch noch das, aber na, dann kriegt sie lieber Weihnachten, kriegt sie eine Extratüte, würde ich sagen. Dann kriegt sie das. Und dann kriegt sie einen Weihnachtsmann, einen Pinguin und einen Weihnachtsmann.
Da, der Eisbär. Weihnachtsmann, Pinguin und Eisbär haben wir hier noch. Ich glaube, da mache ich eine Extratüte lieber fertig. Nee, das machen wir hier mit rein. Dann kann es nicht so schnell kaputt gehen. Denke ich mal. So. Weil die kleinen Sachen sind. Ich habe auch nicht so viel Platz, um das alles irgendwo vernünftig unterzukriegen. Marzipan isst sie noch nicht. Oder? Dann machen wir hier noch eine Marzipanstange mit rein. Das können wir ja mal testen. Mit dem Ei. Super, passt. Passt, wackelt, hat Luft. Nehmen wir hier noch so ein Stück Pappe. Ich habe nämlich extra was länger gemacht. So, genau, so passt das super. Oh, kannst du mal aufhören? Einmal geht man in den Kühlschrank, holt was raus und man muss nicht 20 Mal auf zu. So. Die Rose ist nämlich schon wieder im Kühlschrank dran. Mir geht das ziemlich auf den Sack, wenn man da rangeht. Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Einmal rangehen, rausstellen. Arbeitsplatz ist gleich daneben. Da braucht man nur rüberräumen und dann zumachen. Und beim Reinräumen wieder aufmachen, reinräumen, zu.
Das hier nicht. So, dann fällt hier auch nichts raus. Das ist Müll. Habe auch gerade mit meiner Frau schon geredet und sie sagt hier, weil sie sich ja umentschieden hat, habe ich nur Happy Birthday Zeug. Hat sie gesagt, sie kann ja noch nicht lesen. Okay. Angefangen von vorhin. Das können wir nämlich dafür dann super nehmen. Vielleicht für die kleine Maus auch ganz einfach. Dann kann sie, dann weiß er, das hatte ich schon mal als Geschenk. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Na gut, dann verspätet sich der Stream heute etwas. Ich möchte das unbedingt noch fertig kriegen. Weil ich weiß nicht, wie ich in den nächsten Tagen dazu komme. Weil wir müssen noch einkaufen. Also Großeinkauf. Also wir haben heute für die Woche eingekauft. Aber wir müssen ja noch für die Geburtstagsfeier einkaufen, dass die Kleine halt, also Kuchen und was halt alle zum Kindergeburtstag dazugehört. Also nicht, dass er denkt, wir feiern hier großartig oder so. Aber es gehört halt dazu und wir möchten halt trotz Corona nicht, dass die Kleine auf irgendwas verzichten muss. Ja, da kriegt er trotzdem Kuchen, Luftballons. Haben wir ja schon alle, bevor wir wussten, dass Corona kommt, hatten wir ja schon so eine Gaskartusche geholt bei Teddy. Wo wir dann halt die Luftballons aufpusten können. Kindergeburtstag ist dadurch ja nun nicht wirklich drin, aber es gibt trotzdem Kuchen, Geschenke und alle drum und dran. Oh shit. Shit, 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 das war mein Fehler.
So, dann kriegt sie jetzt als nächstes den Waschbären. Für so, dann muss man das auch noch alles so packen, damit die Kleine das hier nicht sieht in den letzten Tagen. So, nächste fertig für Juna. So, dann würde ich jetzt sagen, mal gucken, vom Karton her, was wir da als nächstes nehmen können. So, genau. Genau, gut, ich hab schon. So, das können wir eigentlich als Lückenfüller nehmen, was ist. So. Dann machen wir jetzt erstmal für den guten Zollflyer, würde ich sagen. Hashtag Ehrenmann. Ach so, die schreiben schon. Ja, wird ein bisschen später heute. Ich bin gerade noch am Geschenke einpacken. So, richtig guter Zollflyer. Weihnachtspaketchen. Und habe ich noch? Und eine Marzipanstange habe ich auch noch. So, machen wir hier rein. Ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes, aber halt eine winzig, 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 winzig Kleinigkeit. Weil Soflayer ist echt wirklich ein Ehrenmann. Hat so viel Abos schon auf Twitch für euch dagelassen. Also Abos verschenkt. Nee, das gefällt mir nicht. Unten muss ich noch mal drunter machen. Ich möchte nicht, dass der Weihnachtsmann da unten, dass der dann so. Ich weiß, ich habe mal bei der Post gearbeitet. Ich weiß. Scheiße. Und bei Hermes kenne ich Leute. Ich weiß, wie da teilweise mit den Paketen umgegangen wird. Weil sonst würde das mit der Zeit gar nicht hinhauen. Deswegen immer. Wenn Glas oder so drin ist, macht einen Aufkleber rauf. Dann ist das was anderes, dann wird auch da vernünftig mit umgegangen, aber es wird sonst auch vernünftig umgegangen, aber kann schon mal passieren. Sagen wir mal so. So, dann haben wir hier noch Papier. Das machen wir hier so mit rein. So, jetzt sollte alles sicher sein. Noch eine kleine Platte. Oben drüber. So. Und ich sag euch auch so wie das, hätte ich hier noch Geld, hatte ich nicht habe, hätte ich noch mehr Leuten so kleine Weihnachtsgeschenke gemacht, aber es ist leider vom Geld her nicht drin. So.
Was mir auch leid tut, aber es geht ja nicht. Also ich kann nicht jedem was schenken. Meine größte Sorge ist, dass es halt nicht richtig ankommt bei ihm. Oder zermatscht oder kaputt. Und der Karton, also ich weiß nicht, entweder spart Amazon gerade bei der Pappe, aber die Kartons, die ich in letzter Zeit so gekriegt habe, da ist die Pappe, ja, die macht einen sehr dünnen Eindruck. Also die ist nicht mehr so widerstandsfähig wie früher mal. Wie Anfang des Jahres zum Beispiel. Kann nur gefühlt meine Einbildung sein, aber ich glaube es nicht. Den schreiben wir mal rauf. Das ist für Soul Flyer. Soul. Das Etikett schreibe ich nämlich nachher dann dazu. Und jetzt kommt das für Beate und für den Rudi dran. Habe ich überhaupt noch? Ja, ich habe noch eine Marzipanstange über. Und für die Kinder habe ich nur. Ich muss aufpassen, dass ich also nicht so viel rinballer. Damit dann für die Kids nicht da ist. So, dann können wir nämlich das letzte Papier hier nämlich noch aufbrauchen. So. Und dann noch was übrig. Für den guten Rudi haben wir jetzt leider nichts. Deswegen mache ich halt eine Marzipanstange mit rein. Die ist für Rudi. Und für Joko habe ich jetzt leider auch nichts. Oh, wieder nicht. Oh, Mensch, das Papier ist so stocke, Mann. Ist doch Kotze, warum kriege ich das denn nicht hin? Rüber. Oh, hier. Also gerade kriege ich die Linien hin. Also ist gerade. So, hier ist auch gerade. So. Und so. Also ich kriege hin, dass es halbwegs gerade ist, aber. Ach man, ist. Aber es sieht schräg aus. Und doof. Schreiben wir mal rauf. Ach, ich habe auch ich habe ja die Dinger auch. Für Beate. Das machen wir nämlich hier rein.
Und dann haben wir noch das. Ihr werdet die Videos natürlich auch erst, also das, wo ich sage, was ich gekauft habe, und das jetzt hier, das Einpackvideo, werdet ihr natürlich erst dann sehen, wenn es soweit ist. Also nicht wundern. Wir haben jetzt vor Weihnachten. Macht man das, dass es denn nicht kacke aussieht? Josi? Ja? Einmal gucken, Tigger ist irgendwo. Nee, Mausi. Die jault. Ich hab's gehört. Draußen? Eigentlich nicht. Aber warum jault sie? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sie da. Guck mal nach, ob noch Wasser da ist. In der Küche. Ich hatte das eigentlich alles neu gemacht. Aber es kann sein, dass sie wieder irgendwas drin geschmissen haben. So, das ist für Rudi. So, das kommt einzeln rein. So, oh, das passt gar nicht richtig. Das muss man so schräg machen. Oder umknicken, so, ja, Mist. So, und dann. Da. So, das ist Rudi. So, da muss ich die Aufkleber nur noch fertig machen, dann gehen die zur Post. Die Tüten, die mache ich dann andermal fertig packen. Das Wichtigste haben wir soweit fertig. Rudi, Soulflyer, für die Kleine, für Frauchen, ist alles fertig. Ach Gott.
So. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich mach mal so. Würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, der Akku geht mir auch gerade leer. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin. Ich hoffe, der Akku hält noch.